Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Margot Käßmann und Andreas Helm. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Wir beamen uns mal ein paar Jahrzehnte zurück. Sie waren Anfang der 70er als Jugendliche im Alter von 14, 15 schon mal zusammen, ein Paar. Was haben Sie an Andreas und was haben Sie an Margot geschätzt? Also ich mochte Andreas damals einfach gern mit seinem Humor. Wir haben gerne zusammen im Posaunenchor gespielt. Es hat eigentlich immer Spaß gemacht, zusammen zu sein. Und das ist mir genauso heute wichtig eigentlich. Ja, wir haben zusammen im Posaunenchor gespielt. Da haben wir uns auch kennengelernt. Oder auch über die Art, wie wir Kindergottesdienst abgehalten haben und so. Und ja, Margot war mir von Anfang an sympathisch. Und das klingt so, als hätte das Aussehen überhaupt keine Rolle gespielt. Das glaube ich Ihnen doch nicht in dem Alter, Herr Helm. Das Aussehen eine Rolle gespielt hat, das weiß ich gar nicht mehr. Aber für mich sind die inneren Werte wichtiger als das Aussehen. Gut rausgeredet. Ja, also beides muss zusammenstimmen. Das muss eine Sympathie sich ergeben. Ich komme so ein bisschen auf das Äußerliche, weil, Frau Käßmann, Sie fanden dann einen anderen Kerl doch attraktiver. Der hatte ein Moped. Ja, das ist ein bisschen gemein. Der war vor allen Dingen älter. Also Andreas ist ja ein Jahr jünger als ich. Und ich denke, das war so ein bisschen ausschlaggebend, dass du als 15-Jährige dann auch ganz gerne mal nach einem 17-Jährigen guckst und nicht nach einem 14-Jährigen. Aber es war ja ganz kurz. Ich bin ja dann gleich in die USA. Aber für Andreas war es schlimm, ich weiß. Ja, es war ganz kurz, aber für mich war es natürlich wesentlich. Also in der Pubertät dann auf einmal von der großen Liebe sozusagen dann gleich abzustürzen. Ja, hat mich ganz schön mitgenommen, das muss ich schon sagen. Wir reden auch später nochmal über die Jugend. Jetzt rund 40 Jahre später kommen Sie wieder zusammen. Was schätzen Sie heute aneinander, Herr Helm? Also ich mag natürlich Margot auch über die Art und Weise, wie sie auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgetreten ist. Ich mag ihre Haltung zu bestimmten Dingen in Fragen der Ethik, in Fragen der Flüchtlingspolitik und anderen Dingen. Und ich mag Margot sie hat viel Humor. Und das finde ich ist ganz wichtig in einer Beziehung, Humor zu haben. Und ja, und wir haben einfach angeknüpft an die tolle Zeit, die wir mal zusammen hatten in der Jugend. Und es war ganz einfach, wieder so aufeinander zuzugehen und sich schnell wieder zu finden. Gibt es irgendwas, wovon Sie heute sagen, Frau Käßmann, ach, das haben Sie damals, spielte das auch noch keine Rolle. Und das schätzen Sie heute ganz besonders an Andreas Helm. Ich denke, wenn man älter ist, schätzt du doch auch die Lebenserfahrung, dass du drüber reflektieren kannst. Und für mich ist auch sehr wichtig, dass Andreas auch 4 Kinder hat wie ich und da doch vieles eine Rolle spielt. Also die Kinder sind einfach immer noch dominant, auch wenn du über 60 bist und jetzt die Enkelkinder inzwischen, dass wir das teilen können. Das finde ich schön. Damals, weil Sie das vorhin gefragt haben, fand ich die langen Haare, die du hattest, sehr schön. Heute sind sie rappelkurz. Aber auch der Humor spielt natürlich auch eine Rolle. Und ich meine, es ist ja auch so, ob man jemanden riechen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da kannst du anknüpfen. Ich mag Andreas, lass mich gern von ihm in den Arm nehmen. Also das gehört ja auch dazu. Ja? Also das eine sind die inhaltlichen Übereinstimmungen und das andere schon auch das Miteinander, dass du gerne zusammen bist. Oder auch ganz spontan, wenn ich dann sage, Mensch, wollen wir jetzt mal in den Schwarzwald fahren? Dann sagst du, ja, dann fahren wir halt in den Schwarzwald. Da können wir auch spontan was unternehmen. Wenn jetzt einer erst überlegen würde, wie fahren wir da hin und was ist die Karte? Und das gefällt mir auch, dass du spontan dann sagst, ja, okay, machen wir. Über Ihre Geschichte, ich sage jetzt bewusst nicht Liebesgeschichte, das ist Ihnen nämlich zu kitschig, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie ein Buch geschrieben mit mutigem Schritt zurück zum Glück, weil uns das Leben immer wieder überrascht. Wieso wollten Sie Ihre Geschichte aufschreiben? Herr Helm? Ja, also ursprünglich war es nicht geplant, aber wenn wir Leuten davon erzählt haben, dann haben sie uns immer wieder gesagt, oh, ist das aber eine schöne Geschichte und die müsst ihr doch mal erzählen oder am besten aufschreiben. Und dann haben wir gesagt, ja, das werden wir irgendwann mal möglicherweise tun, schauen wir mal. Und dann kam dann Corona und dann hatten wir auf einmal sehr viel Zeit, auch miteinander. Und da haben wir gesagt, ja, die Gelegenheit nutzen wir und schreiben mal auf. Und so ist das entstanden. Und waren Sie sich auch einig oder gab es an manchen Stellen, nein, so war das gar nicht, da müssen wir noch mal drüber reden? Also ich fand auch wichtig, dass wir es aufgeschrieben haben, dass es nicht jemand anderes über uns schreibt. Das war schon zweimal so kurz davor und dann habe ich gedacht, das ist unsere Geschichte und die erzählen wir am besten authentisch auch selbst. Und dann haben wir zunächst versucht, zusammenzuschreiben und dann haben wir gemerkt, ja, das ist ganz schön schwierig, weil Andreas Perspektive, meine Perspektive und dann haben wir uns entschieden, wir erzählen jeweils aus unserer Perspektive, wie es damals war, wie es heute
ist. Mhm. Und das ist auch ganz lustig geworden. Und dann haben wir ein paar Dialoge da drin über unsere Generation. Ich denke, es geht ja nicht nur um unsere Geschichte, sondern um die Babyboomer-Generation, die jetzt langsam so abtritt. Sie waren da schon 7 Jahre zusammen, als Sie das Buch dann geschrieben haben. Angefangen hat alles eigentlich damit, Herr Helm, dass Sie zu einem Vortrag von Frau Käßmann in Gießen sind, was ich nicht so ganz verstanden habe in dem Buch. Was war Ihr Impuls? Warum sind Sie zu diesem Vortrag? Also ich hatte Margot ja schon lange so leibhaftig nicht mehr gesehen. Mhm. Natürlich im Fernsehen, immer mal wieder. Und von daher wusste ich ja auch, wie sie aussieht und wie sie so rüberkommt und so weiter. Und da hatte ich die Idee, weil ja das im Rahmen einer so Vortragsreihe im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum möglich war, mal einen Vortrag von ihr zu besuchen. Da gab es vorher schon ein halbes Jahr früher, glaube ich, in Marburg. Dort konnte ich nicht hingehen, das hat zeitlich nicht gepasst. Und dann dachte ich, jetzt in Gießen, gerade um die Ecke sozusagen. Da wohnen Sie, ideal. Da wohne ich, also da muss ich die Chance mal nutzen und mal hingehen, um sie einfach mal wieder zu sehen. Und dann gibt es diesen Moment nach dem Vortrag, wollen Sie eigentlich hingehen, ihr Hallo sagen, dann gehen Sie doch nicht hin und dann gehen Sie doch wieder. Also ich war nicht mit der Intention, da in diesen Vortrag gegangen, zu ihr hinzugehen, sondern der Gedanke kam erst, als ich da saß und der Vortrag eigentlich schon zu Ende war. Dann dachte ich aber, dann schaute ich nach vorne, sah viele Leute bei Margot stehen, die alle was von ihr wollten, also ein Autogramm, ein Buch signiert und so weiter. Und da habe ich gedacht, heute ist doch wohl nicht der richtige Moment. Ein andermal vielleicht. War schon dabei rauszugehen und dann sprach eine innere Stimme zu mir, ach komm, jetzt geh doch mal nach vorne, trau dich so ungefähr. Weil das ist ja auch, man weiß ja nicht. Ne? Und auf dem Weg nach vorne ging es mir dann auch so, wie stellst du dich jetzt eigentlich vor? Ja. Ja, also ich kann ja, ja, sie hatte mich ja 40 Jahre nicht gesehen, ja. Können Sie sich vorstellen, wenn ich jetzt was sage. So eine jetzt, leichte Veränderung gab es dann doch. Ganz leicht. Ja, und dann bin ich nach vorne gegangen, auf dem Weg dorthin habe ich mir überlegt, sagst einfach mal deinen Namen, sicherheitshalber. Nicht, dass sie dann da steht und weiß mit mir nichts anzufangen. Ja. Und dann? Ja. Ja, warst du dir aber schon sicher, dass ich weiß, was ich mit dem Namen anfangen kann? Ja, war ich ja auch. Es war auch so, oder? Also es war natürlich so durcheinander, wie das nach einem Vortrag ist. Mhm. Kommen Leute und sagen, hallo, und kennst du mich noch von früher und können Sie mein Buch signieren? Und dann steht er da und sagt, ja, hallo, ich bin Andreas. Und dann habe ich schon erst mal gestutzt und gesagt, welcher Andreas? Aber dann habe ich es doch ganz schnell gewusst und habe mich auch echt riesig gefreut, weil ich ihn so lange nicht gesehen hatte. Habe ihn dann natürlich auch erkannt, 40 Jahre haben ihn nur ein wenig verändert, ja. Aber in dem ganzen Durcheinander konnten wir da nichts anderes machen als, ich habe gedacht, wir haben Telefonnummern ausgetauscht. Andreas weiß aber besser. Ich habe dir meine Visitenkarte gegeben. Und dann gab es ein paar Treffen danach. Dann nahm das so, die Dinge nahmen ihren Lauf. War es denn wirklich so, dass Sie dort anknüpfen konnten, wo Sie Jahrzehnte vorher aufgehört haben? Ich denke, beim ersten Treffen war es erst so ein Faktencheck, oder? Ja, beim ersten Treffen, also es war nicht geplant. Also ich glaube, wir hatten nicht die Absicht zu sagen, also in einem halben Jahr sind wir wieder zusammen oder so. Sondern es hat sich entwickelt. Nein, es ist ja interessant, man trifft jemanden von früher, tauscht sich aus, oder? Genau. So stelle ich mir das vor. Ich kannte ja auch ihren privaten Hintergrund überhaupt nicht. Mhm. Ja. Und von daher waren die ersten Treffen, oder das erste Treffen sehr sachlich, haben wir uns nochmal getroffen von einem anderen Vortrag von Margot. Und dann haben wir uns so ein paar Fakten ausgetauscht, haben festgestellt, dass wir beide 4 Kinder haben, dass wir beide Zwillinge haben, dass zwei den gleichen Namen haben. Und ja, dass wir beide geschieden sind seit ein paar Jahren, das war ja auch wichtig. 26 Jahre beide verheiratet waren, danach geschieden. Ja, und das war schon interessant, ne? Also das mal so im Abgleich zu sehen sozusagen. Und im Buch schreiben Sie an einer Stelle, der Wesenskern eines Menschen verändert sich nicht. Stimmt. Das, ist das so? Ja, das denke ich. Also das ist schon meine These. Habe ich sofort gemerkt. Also ich glaube, die Vertrautheit von damals war ganz schnell wieder da. Und die kann dadurch auch schnell wiederkommen, weil man eben wieder, weil der Wesenskern eines Menschen sich im Laufe des Lebens nicht merklich verändert, ist jedenfalls meine These. Ist eigentlich eine gewagte These, weil es strömen so viele Einflüsse auf uns ein. Jeder entwickelt seine Gewohnheiten. Ja, aber es geht den Kern. Ja, das Essentielle, glaube ich, entwickelt sich in der Kindheit und in der Jugend. Ja, da sind wir noch offen für vieles. Aber wenn wir dann älter werden, dann, ich sag mal, dann werden die Prägungen doch nicht mehr so groß. Also ist meine Auffassung. Mhm.
Ja, und ich denke, dass dann bei dem nächsten Treffen in Berlin, da sind wir dann eben um Schlachtensee gegangen. Da haben wir uns beide drauf gefreut. Das hat man ja auch gemerkt. Wir hatten uns noch getroffen in Stadtallendorf einmal, als ich einen Vortrag da gehalten habe in unserer alten Kirche. Und da, ich denke, da war das dann so, weil wir uns so gefreut haben, da wieder zu sein. Und dann kamen diese ganzen Erinnerungen an unseren alten Disco-Keller und so weiter. Und da, dann fing es schon an, sag ich mal, mehr zu sein, als sich nur mal wieder treffen. Lassen Sie uns über diese alten Zeiten reden. Disco, Keller, Kirche, das war im Prinzip die einzige Möglichkeit wahrscheinlich für Sie damals Party zu machen, oder? Ja, das war für uns die einzige Möglichkeit als Jugendliche, also die im Alter von 13 bis 16 Jahren. Wo sollte man hingehen? Ja, in dem Anfang, Mitte der 70er Jahre, da gab es so noch nichts. Wie das heute ist, weiß ich gar nicht. Jedenfalls hatten wir dann die Idee, den alten Keller unterhalb der Kirche einfach umzubauen zu einer Art Diskothek, wo wir dann unsere Musik hören konnten und wo wir tanzen konnten. Und die Leute aus diesem, das war ja schon ein sozialer Brennpunkt, die kamen alle dann dorthin und wir hatten also viel Spaß dort miteinander. Und welche Musik verbinden Sie damit? Ich würde jetzt sagen, ich würde zwei Titel spielen. Also ich würde sagen, also die Musik, die mich am meisten immer an Margot erinnert hat, auch in den 40 Jahren, die ich immer mal wieder gehört habe und sofort die Assoziation kam, das war Angie von den Rolling Stones. Da haben wir damals schon in diesem Disco-Keller auch Stehblues getanzt. Ja, also das war bei mir auch so. Also bei Angie habe ich durchaus an Andreas gedacht. Das Ja, dann spielen wir den. Und dann, was wir immer ganz gut fanden, war Carly Simon, You're So Vain, weil man sich da richtig schön ärgert. Das immer heute gehört habe, dann habe ich immer gedacht, genau das ist auch das Lied, das erinnert mich an eine gemeinsame Geburtstagsfeier auf einer Wiese im Wald, Margots Geburtstag, und 15. wir hatten Kofferradio dabei und dann lief das Lied und das habe ich seitdem immer wieder in Erinnerung. Und das können Sie sich nicht vorstellen, weil Sie so jung sind, aber ein Kofferradio mitnehmen zu können auf die Wiese und Musik hören, das war schon ganz schön. Das war was Besonderes. Das ging auch ohne Internet, ja. Und dann haben Sie ja ganz unterschiedliche Entwicklungen genommen. Zur Theologin, zum Elektroingenieur. Frau Käßmann, Sie haben Theologie studiert, wir machen jetzt einen Schnelldurchlauf, und haben dann Karriere gemacht in der evangelischen Kirche. Ich habe aus den früheren Zeiten nochmal eine Schlagzeile rausgesucht. Die Pop-Bischöfin. Also das war alles schon ein enormes Tempo. Oder würden Sie jetzt im Nachhinein sagen, nee, so war es gar nicht, so schnell ging es gar nicht? Ich denke, das wurde von außen dann so wahrgenommen, aber bis ich die erste volle Stelle hatte, war ich 34 Jahre alt. Mhm. Also ich war auch zu Hause eine Zeit lang. Ich hatte ja 4 kleine Kinder auch. Ich hatte halbe Stellen, Honoraraufträge am Anfang, weil wir waren auch ja zu viele Pfarrerinnen und Pfarrer damals. Und kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Heute nicht mehr vorstellen. Also ein Ehepaar kriegte eine Stelle, die es entweder geteilt hat oder, und das andere Eheteil durfte mitarbeiten in der Kirche. So war das in Ihrem Fall auch? Und so war das in unserem Fall. Also mein Mann hat die volle Stelle übernommen und ich habe dann erstmal, das hieß dann Assistenzpfarrerin, also du durftest ehrenamtlich arbeiten, so viel du Lust hattest, aber hast kein Geld dafür gekriegt. Also es war nicht so schnell, aber als ich dann mit 34 die erste Stelle hatte in Hofgeismar an der Akademie, da ging es dann sehr schnell. 2 Jahre später wurde ich Generalsekretärin des Kirchentages und 5 Jahre später Landesbischöfin. Also das hat dann von außen, und das war ja auch wirklich schnell, also das war dann wirklich ein schneller Spurt. Also da die Entwicklung zu einem Mensch, zu einer Person des öffentlichen Lebens, und Sie, ich sage es jetzt mal so, ein völlig normales, zurückgezogenes. Ja. Hat das heute noch eine Bedeutung? Also diese unterschiedlichen Entwicklungen in irgendeiner Form? Ich sag mal, die Entwicklungen waren schon unterschiedlich, was das angeht, aber wir haben uns für bestimmte Themen immer auch gemeinsam interessiert, nur auf unterschiedlichen Ebenen. Also ich bin sehr friedensengagiert gewesen, früher schon, bin es heute noch. Und das liegt der Margot auch. Es steht ja auch für ihre entsprechenden Positionen, die jeder kennt. Und da sind auch sehr viele Dinge parallel gelaufen. Wir haben auch zusammen demonstriert im Bonner Hofgarten damals 1983. Nicht zusammen, wir haben uns nicht gesehen, weil sie war eine von den 350.000. Ich wollte gerade sagen, da waren natürlich auch eine Menge Menschen. Waren auch da, ja. Ja, von daher sind wir für die gleichen Dinge eingetreten. Aber auf unterschiedlichen Ebenen. Ich sage immer, ich war auch auf Kirchentagen, auf sehr vielen, 4, 5 oder so Kirchentagen gewesen. Und Margot auch, aber Margot saß eben auf dem Podium und ich saß unten auf den Pappkartons. Ja. Ne? Und wie, ich meine, die Bühne kannten Sie eigentlich nur als Posaunenspieler, jetzt als Clown, da reden wir später auch nochmal drüber. Sonst nicht, sind Sie inzwischen Interviewprofi? Nein, Interviewprofi bin ich nicht. Nein. Macht's denn Spaß? Macht in gewisser Weise auch Spaß und ist in gewisser Weise auch aufregend und ja. Sie können jetzt nicht anders, wir machen ja ein Interview. Ja, genau. Aber haben Sie ihn gecoacht? Nein, gar nicht. Und ich muss auch sagen, ich
fand schon toll, wie Andreas das einfach mitgemacht hat bei der ersten Talkshow, bei der wir waren. Da hast du ja schon gesagt, hast du auch ein bisschen Magenschmerz. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal eine Kamera auf mich gerichtet gesehen habe. Aber ich weiß, dass hinterher alle gesagt haben, oh, der Mann hat ja einen trockenen Humor. Also das ging wirklich super. Und für dich ist auch kein so großes Problem gewesen. Ja, also wie gesagt, es war schon aufregend. Also, aber Sie wussten ja jetzt auch mit dem Buch, worauf Sie sich einlassen, weil da gehören dann auch Lesungen dazu, da gehören solche Sendungen wie Leute dazu. Und da mussten Sie nicht überredet werden. Nein, das nicht. Also ich meine, das ist natürlich auch immer, ich meine, man sucht ja auch immer neue Herausforderungen. Mhm. Das war eine, auch ein gewisses Wagnis. Aber dann muss man auch dazu stehen. Und ich sage mir immer, wenn man eine gewisse Hürde dann übersprungen hat, ja, dann ist man froh, dass man es getan hat. Besser als zu sagen, du hast es gar nicht probiert. Vielleicht hätte es geklappt, vielleicht aber auch nicht. Aber jetzt habe ich es probiert und ich denke, es ging ganz gut. Ja, und du gut. Fandst ja auch ganz schön, manches, das war beim Schreiben ja so am Anfang, wie schreibt man eigentlich und wie geht das mit dem Schreiben? Aber das habe ich bei dir jedenfalls gemerkt, dass du dann auch wirklich so, wie sagt man, an Lunte gerochen hast, hast Spaß dran gehabt. Also nochmal deine ganze Kriegsdienstverweigerung aufzuschreiben, da hatte ich dann den Eindruck, das macht jetzt auch richtig Spaß, ja. Kommen wir nochmal auf das, was Sie eben angesprochen haben, Friedensbewegung, Ihre Themen, wofür Sie sich engagiert haben. Sie waren auch hier in Büchel bei der Demonstration ja dabei. Anti-Atomkraft-Bewegung ist auch so eine Schnittmenge. Die Umweltbewegung, ehrlich gesagt, beim Lesen des Buches blitzte es bei mir dann auch nochmal so auf. Ja klar, Jute statt Plastik. Das war in den 70ern. Mit dem Blick von heute, der Diskussion, die wir heute führen, ist es bitter, was wir alles nicht erreicht haben oder ist es toll, was wir erreicht haben? Also ich muss sagen, also wir haben eigentlich ja, so betrachtet, wenig erreicht eigentlich. Und es musste erst Fukushima kommen, damit also die Atomkraftwerke in Deutschland letztendlich dann doch abgeschaltet werden sollten. Aber es war ein langer Kampf und man weiß nicht, welchen Beitrag man eigentlich geleistet hat, wenn man Anfang der 80er, Mitte der 80er gegen die Atomkraft auf die Straße gegangen ist. Ja. Naja, und im Moment haben wir ja eigentlich eine ganz andere Diskussion, dass nämlich aus Klimaschutzgründen die Atomkraft ja plötzlich wieder attraktiver wird. Also ja, aber da denke ich, wird der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben, weil strahlende Belastung, die wird bleiben. Man weiß ja heute noch nicht mit dem Atommüll wohin, weder in Deutschland noch in Frankreich, gerade wo viele Atomkraftwerke stehen, wie in Frankreich. Das ist ein riesiges Umweltproblem. Es strahlt Jahrtausende und von daher kann man das nicht gegeneinander verrechnen. Ich finde, das muss beides irgendwie geklärt werden. Sie hatten beide die Anti-Atomkraft-Aufkleber. Ja, hatten wir auch beide, aber deiner war größer, ganz offensichtlich. Ich hatte so einen Atomkraft-Aufkleber auf meinem VW-Käfer, so groß. Riesengroß. Hatte ich am Kirchentag gekauft. Ja. Ja, so auf der gekrümmten Haube vom Käfer vorne drauf. Ja. Aber ich meine, das war für uns ein Thema und unsere Generation. Ich habe ja gesagt, das Buch ist nicht nur jetzt unsere Beziehungsgeschichte, sondern unsere Generation, die Tschernobyl erlebt hat, als unsere Kinder ganz klein waren. Ich muss sagen, das hat mich auch erschüttert, die Angst auf einmal. Ich weiß noch, dass unsere Zwillinge gerade geboren waren. Die hatte ich dann schön im Garten auf die Wiese gelegt. Unsere ältere Tochter spielte im Sandkasten und am nächsten Morgen hieß es, das war das Schlimmste, was du als Eltern tun konntest, weil die Strahlung auf der Wiese und im Sandkasten am höchsten war. Mhm. Das war bei euch doch auch so. Das war auch so, weil meine Tochter war knapp 2 zu der Zeit. Das war ja Ende April, 86. 26. April. Ja. Ja, also das war, und das hat uns schon erschreckt. Also das war auch, glaube ich, so ein Generalimpuls zu sagen, das können wir nicht so akzeptieren, da müssen wir gegen demonstrieren. Das andere Thema, Krieg und Frieden, Ihre Neujahrspredigt, 1.1.2010, nichts ist gut in Afghanistan, der Satz, der rausgegriffen wurde in der Frauenkirche in Dresden. Jetzt der Abzug, da haben Sie viele Interviews gegeben. Ich habe da nie Genugtuung rausgehört, so nach dem Motto damals als EKD-Ratsvorsitzende, ich hatte doch recht. Aber ist jetzt in der Erinnerung nochmal hochgekommen, wie zum Teil wirklich heftig und hämisch die Reaktionen waren? Also ich habe wirklich auch viele Interviews nicht gegeben, weil ich keine Botschaft rausgeben wollte. Ich wusste es doch damals schon, weil dafür ist das Leid der Menschen in Afghanistan viel zu groß. Ich hätte lieber gesagt, es ist besser geworden in Afghanistan, aber es ist ja noch schlimmer geworden im Grunde genommen. Das tut richtig weh, aber Sie haben schon den richtigen Punkt da erwischt. Ich muss sagen, das kam mir nochmal hoch, was da an Boshaftigkeit, Häme, Spott über mich ausgegossen wurde. Und dann wurde ich ja vorgeladen geradezu vor das CDU-Präsidium, weiß ich noch, und zum Verteidigungsministerium. Wie können Sie als Frau der Kirche, und auch in der Kirche haben viele gesagt, wie kannst du dich also äußern? Du hast auch keine Ahnung von Sicherheitspolitik und von Auslandseinsätzen. Ich hatte es aber gesagt, weil vorher ein Soldat bei mir in der Bischofskanzlei war und gesagt hatte,
dass niemand seine Traumata überhaupt ernst nimmt, was er erlebt hat und wie furchtbar es war. Und eigentlich war es mehr für die Soldaten gesprochen. Ich muss auch sagen, aus der Bundeswehr habe ich gar nicht so viel Kritik gehört. Da haben viele gesagt, ja, es ist eine Frage. Die politische Ebene, die hat ja entschieden, nicht die Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten. Weil es eigentlich um die Sinnhaftigkeit des Einsatzes ging, den die Politik entschieden hat. Das war eigentlich der Ansatz, der aber dann in der Diskussion deutlich zu kurz kam damals. Der kam viel zu kurz, weil ja aus Solidarität mit den Vereinigten Staaten von Amerika mitgegangen wurde. Weil die gesagt haben, also 9/11 war eine Kriegserklärung und wir sehen die, die den Krieg erklärt haben in Afghanistan. Warum zum Beispiel auch nicht in Pakistan, könnte man ja fragen. Osama Bin Laden ist ja dann auch in Pakistan gefunden worden. Es war nie eine Strategie zu sagen, wir wollen Afghanistan zu einem demokratischen Land machen. Und dann hätte man fragen müssen, wie denn? Und dann hätte man erstmal die Menschen vor Ort fragen müssen, im Zivilbereich, was stellt ihr euch vor? Wer sind hier eigentlich die Entscheider in den verschiedenen Territorien? Man hat sich das Land ja gar nicht genau angesehen, kein genaues Ziel gehabt. Wie haben Sie die Diskussion um die Predigt damals wahrgenommen, Herr Helm? Na, ich habe das schon mitbekommen, aber ich sag mal, ich habe das nicht intensiv verfolgt. Aber mir hat sich schon immer auch die Frage gestellt, was wollen wir als Deutsche oder die deutschen Soldaten, was wollen wir in Afghanistan? Das hat sich mir nie erschlossen. Also. Frau Käßmann, Sie reden viel oder oft über Glück, Zuversicht, Optimismus. Und Sie sagen auch ganz klar, zum Leben gehören auch Rückschläge, auch zu Ihrem Leben, Krisen, Krebsdiagnose, Scheidung, der Rücktritt von Ihren Ämtern als EKD-Ratsvorsitzende und Bischöfin nach der Alkoholfahrt. Wer hat Ihnen denn in den Krisen geholfen, Halt gegeben? Also zum einen ist das für mich schon mein christlicher Glaube, das muss ich sagen. Die Bibel ist voll von Menschen, die Schwierigkeiten haben, schweres Erleben. Nehmen wir den Propheten Elia, der sagt, ich kann nicht mehr, ich will sterben. Und dann kommt ein Engel und sagt, nun komm und iss, dein Weg ist weit, es geht weiter. Oder nehmen wir alleine Jesus als Gestalt. Oder ich denke ganz oft Mose, diese Wüstenwanderung, das sind ja Bilder vom Leben, die sehr tief gehen, diese Geschichten, die aber immer sagen, es gibt einen Weg nach vorn. Mein großes Vorbild ist ja immer Martin Luther King gewesen, der dann auch selbst sagt, am Abend, bevor er ermordet wird, ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen, ich habe das gelobte Land gesehen, vielleicht werde ich es nicht mit euch erreichen, aber heute Abend bin ich glücklich. Das ist für mich eine der besten Reden, die je gehalten wurden auf der Welt, muss ich sagen. Und das ist sicher was, was mich immer wieder ermutigt hat zu sagen, also das Leben geht weiter, du bist gehalten, getragen, aber für mich haben natürlich meine Familie hat eine Riesenrolle gespielt, immer meine Töchter. Aber auch Freundinnen, Freunde. Ich finde nur, das eine ist ja, mit solchen Krisen persönlich klarzukommen. Und das andere ist aber auch noch mal als öffentliche Person. Also auch die Scheidung als Bischöfin. Das war ja, Skandal ist übertrieben, aber es wurde diskutiert. Ja. Oder ist Skandal vielleicht gar nicht übertrieben? Sie gucken so. Also mein Mann und ich haben damals lange gezögert, ob wir das tatsächlich machen. Und mir ging es auch so, ich hatte Angst davor, das kann ich wirklich sagen, weil mir klar war, also das kannst du nicht mal nebenbei machen, irgendwie diskret, obwohl die Scheidung selber, sowas dauert ja 5 Minuten. Also das war sehr diskret, das hat gar keiner mitbekommen. Aber dann musste ich mich natürlich stellen, der Kritik, der öffentlichen Kritik, die dann auch immer hieß, sie hat sich scheiden lassen. Ja, also wir haben Zerrüttungsprinzip, so haben wir das auch gesehen. Und dann musste ich bei jedem Pfarrkonvent Rede und Antwort stehen, ob das mit dem Evangelium und dem Amt vereinbar ist. Ich muss sagen, ich habe damals schon gesagt, wenn es so ist, dass ich als geschiedene Frau nicht Bischöfin sein kann, dann mache ich was anderes beruflich. Hat mir später auch geholfen, beim Rücktritt da zügig zu einer Entscheidung zu kommen. Aber ich muss sagen, ich habe dann meine Kirche auch also bewundert dafür, dass sie mich als geschiedene Frau 4 Jahre später zur Ratsvorsitzenden gewählt hat. Das war schon ein Zeichen, dass die evangelische Kirche in Deutschland inzwischen akzeptiert, dass Ehen auch geschieden werden können. Mein großes Plädoyer ist immer, wenn ein Paar sich trennt, das will niemand, sonst würde man nicht heiraten, dass es möglichst in Frieden geht, auch um der Kinder willen. Ich finde furchtbare Scheidungsgeschichten, wenn auf einmal die Kinder dann instrumentalisiert werden. Also das haben wir, denke ich, ganz gut hingekriegt. Die Schlagzeilen damals, vor allem in der Boulevardpresse, waren übel, dann auch bei der Alkoholfahrt. Jetzt stellen Sie sich das mit den sozialen Medien heute noch vor. Also das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich weder bei Facebook, Instagram noch sonst wo bin, oder? Weil mir das schon gereicht hat, muss ich sagen, das hat mir schon gereicht an öffentlichen Kommentaren. Mir tut es leid, wenn Menschen jetzt durch die öffentlichen
angeblich sozialen Medien gehetzt werden. Ja, also das finde ich furchtbar, weil jeder erlaubt sich dann ein Urteil. Das habe ich selber damals schon so empfunden, dass ich dachte, was wisst ihr über meine Ehe, über meine Scheidung, wenn ihr hier urteilt? Das ist nicht schön. Und heute kommentiert jeder alles. Ich hatte da letztens im privaten Umfeld drüber gesprochen mit Blick auf diese Sendung und habe gedacht, man stelle sich vor, ihr Rücktritt und es hätte soziale Medien in der Form schon gegeben, wie verheerend wäre das gewesen? Und dann fand ich interessant, sagte mein Gesprächspartner, ich glaube, sie hätte ganz viel Unterstützung auch bekommen über soziale Medien, weil das war ja doch eigentlich auch, also es war Respekt. Sie haben wahnsinnig viel verständnisvolle, respektable Post bekommen. Das muss ich sagen, nach dem Rücktritt, also in so einer Situation, ich möchte keinem wünschen, in so eine Situation zu geraten. Ja, wenn du öffentlich auf jeder deutschen Tageszeitung mit Bild bist und dann so eine Überschrift wie die Alkoholfahrt der Bischöfin. Also das war furchtbar, aber ich muss sagen, im Nachhinein, ich habe viele ermutigende, liebevolle Post bekommen, Mails, die konnte man gar nicht alle lesen. Ja? Also weil so, der Server ist da von der Bischofskanzlei fast zusammengebrochen. Aber es war, meine Mitarbeiterin Svetlana hat das dann so schön sortiert und hat gesagt, jetzt guck dir das mal an. Das hier ist der kleine Stapel mit den kritischen Stimmen, die sagen, wie kann Ihnen sowas passieren? Das hätte, warum sind Sie nicht? Oder? Und das ist der Stapel von Menschen, die sagen, ach, Frau Käßmann, Respekt. X-fach höher. Sie deuten ja, gerade x-fach höher an. Und das fand ich auch toll, also dass die Leute dann gesagt haben, super, dass Sie so zügig zurückgetreten sind. Und ich habe dann auch gedacht, ich möchte handeln, bevor ich behandelt werde. Also ich bin das Subjekt meines Handelns. Das war mir ganz wichtig. Deshalb bin ich dann auch zügig 2 Tage später zurückgetreten und habe die Verantwortung übernommen. Haben Sie die Artikel damals gelesen, Herr Helm? Daran kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Mhm. Aber ich habe das auf jeden Fall auch bewundert, so wie viele Menschen im Land. Und ich glaube, Margots Beliebtheitswerte sind dadurch noch gestiegen. Mhm. Ja. Auch bei denjenigen, die nicht so kirchenaffin sind. Aber eine schöne Geschichte gibt es auch, komm, am Schlachtensee, willst du, weißt du? Ach so. Ja, wir waren am Schlachtensee, das war übrigens unser 2. Treffen, was dann so wieder zur Annäherung führte im Prinzip. Und da waren wir in so einem, Gasthof, im Biergarten eingekehrt. Ich habe ein Bier getrunken, Margot hat ein Glas Wein getrunken. Wir waren auch beide mit der S-Bahn vor Ort und dann gingen wir los, haben uns da verabschiedet und dann sagte ein Mann vom Tisch gegenüber, Frau Käßmann, aber jetzt nicht mehr Auto fahren. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, passiert dir sowas öfter? Und dann habe ich gesagt, das passiert mir andauernd sowas. Und das heißt, Jahre später? Jahre später, ja. Jahre später. Ja, du hast auch mal gesagt, wenn Andreas dann sagt, es geht um diese und diese Frau, dann sagen die Leute nicht, ach, die Bischöfin, sondern ach, die mit der Alkoholfahrt. Ja, also das hängt das wie Pech dran. Deshalb drehen wir das mal um. Was war Ihr größter Erfolg, würden Sie sagen? Also vielleicht kann ich sagen, mein schönster Tag, das war wirklich der 4. September 99, die Einführung als Landesbischöfin, weil es vorher auch so viel Kritik gab. Ja, es wurde eine Notsynode einberufen, weil es hieß, der Bischofsstuhl ist vakant in Hannover. Eine Frau kann nicht Bischöfin sein, eine Frau mit 4 Kindern kann nicht Bischöfin sein. Und dann dieses Fest, das war wirklich ein Fest, da waren 5000 Leute, ich glaube 2000 in der Kirche, 3000 außerhalb und es gab dann irgendwie Würstchen für alle. Ja, und das war ein schöner Tag, bei dem die Menschen in der Kirche gezeigt haben, die sind gekommen mit Bussen aus Stade, aus Osnabrück, aus Göttingen, aus Meppen und haben gesagt, wir freuen uns, dass wir Frau Käßmann als Bischöfin haben. Also das war ein sehr, sehr schöner Tag nach der ganzen Debatte um meine Person. Das belastet ja auch, ja, wenn ständig darüber diskutiert wird, kann die das? Ist die theologisch fit genug? Kann eine Mutter das machen? Und so, das war echt ein schöner Festtag für mich und auch eine große Erleichterung. Haben Sie auch so einen schönsten Tag? Einen schönsten Tag im Leben. Oder vielleicht auch einen besonderen Erfolg? Einen besonderen Erfolg? Ja, für mich ist immer, also ich sag mal, ich bin jetzt gerade vor einer Woche bin ich Opa geworden. Und den schönsten Tag vielleicht so gibt oder jedenfalls voller Freude war das die Geburt meines ersten Kindes. Mhm. Ja, die ist jetzt auch schon 37. Ja, und liegt also auch Opa schon eine Weile zurück. Vor 5 Jahren konnte ich mir das noch nicht vorstellen, weil ich habe immer das so im Kopf, ja, wenn du Opa genannt wirst, dann bist du alt. Aber ich fühle mich eigentlich gar nicht so. Sie machen nicht den Eindruck. Ja, und es war doch auch, du kannst das ja auch noch ganz gut. Das war eine schöne Szene, war, als wir ein paar Mal waren wir schon da. Also jedenfalls, ich habe ja eine Tochter, die hier in der Nähe von Mainz wohnt. Da hatte ich einen Vortrag, wir waren beide da und hat sie gefragt, Mensch, könnten mein Mann und ich mitgehen? Andreas, würdest du 2 Stunden auf unsere kleine Tochter aufpassen? Und Andreas,
gesagt, jo, ich bin ja mehrfacher Vater, geübt, ich passe auf die auf. Und in den 2 Stunden hat sie 2-mal die Windel vollgekackt. Nein. Und Andreas hat gesagt, ich hatte 20 Jahre nicht gewickelt, hat es aber super hingekriegt. Also insofern hat er an meinen Kindern schon geübt, wie das an Enkelkindern. Ja. Ja. Sie haben eben gesagt, inwiefern Ihnen der Glaube Halt gegeben hat oder gibt. Welche Rolle spielt Glaube, Religion in Ihrer Beziehung, Herr Hell? Ja, ich glaube, dass es schon das Fundament ist, also unsere, also die Werteebene ist identisch. Das heißt, wir ziehen, also ich kann das so sagen, auch bin also christlich sozialisiert und wir ziehen unsere Werte schon auch aus dem christlichen Glauben. Ich glaube, das ist sehr wichtig und dass ich auch, ich sag mal, ich war auch mal eine Zeit lang aktiv, sehr aktiv in einer Kirchengemeinde und ich glaube, ich kenne auch die Bibel ganz gut, auch wenn ich nur so ein Laie bin, aber ich habe mich viel damit beschäftigt, habe auch mal versucht, die Bibel durchzulesen, von vorne bis hinten, ganz habe ich nicht gemacht, weil die Ahnengalerie da im Alten Testament, das habe ich mir nicht alles angetan, aber ich glaube, das ist auch eine wichtige Basis für uns beide. Ist er dann vielleicht auch Ratgeber an manchen Stellen? Sie schreiben ja, abgesehen von den Büchern, auch verschiedene Kolumnen. Auf jeden Fall, also ich schreibe ja jeden Sonntag eine Kolumne auch, das ist immer Diskussionsthema, welches Thema, ich soll eins vorschlagen, dann immer bis Dienstagmorgen, da ist oft schon Andreas gewesen, der dann gesagt hat, Mensch, das könntest du nehmen oder das könntest du nehmen, wenn mir gar nichts einfällt und ich schicke sie ihm auch immer zum Korrekturlesen oder zum Gegenlesen, bevor ich es dann an die Redaktion schicke. Also die Kolumne spielt eine Rolle, aber natürlich manchmal auch ein Vortrag oder neulich habe ich einen Vortrag gehalten oder nee, das war auch eine Radiosendung, da habe ich gesagt, ich habe glaube ich 5-mal eher dich zitiert, als das war gar nicht von mir, dann sagt er immer, ist okay, ist geschenkt. Aber natürlich entsteht das, weil wir ganz viel miteinander reden und manchmal auch Bibelstellen, wo ich dann denke, wie siehst du das eigentlich? Das sind wichtige, elementare Geschichten, ja einerseits die Glaubensfrage, aber andererseits das ist ja nicht nur eine Glaubensfrage, sondern ich finde, in unsere Kultur ist doch geprägt. Ja, Literatur, das kannst du alles gar nicht verstehen, ohne irgendeinen Schimmer zu haben, was in der Bibel drinsteht. Aber ich habe das schon richtig verstanden, das ist auch gelebte Ökumene, oder, in Ihrer Beziehung? Denke ich schon, ja. Weil Sie sind katholisch, evangelisch, ne? Jetzt sind rund 400.000 Menschen, ich habe es extra nochmal nachgeschaut, im vergangenen Jahr aus den großen beiden Kirchen ausgetreten. Und da finde ich interessant, es gibt bei den Zahlen kaum Unterschiede. Das hält sich einigermaßen, hielt sich das da die Waage. Haben Sie eine Idee, wie sich dieser Trend umkehren lässt? Ja, wenn ich die hätte, hätte ich es in meiner Kirche und auch der katholischen gerne schon mitgeteilt. Ja, das ist jetzt ein bisschen zynisch vielleicht, aber es ist für mich schon auch ein schmerzlicher Prozess, muss ich sagen, weil für mich, oder das kann ich ja für uns beide sagen, wir sind in der Kirche sozialisiert, das war Heimat, auch soziale Heimat, Glaubensheimat natürlich auch. Und ich erlebe auch bei großen Krisen im Leben, wenn Menschen sich an mich wenden, ja, dann hat der Glaube ja auch Antworten, wir haben Rituale, wir haben Traditionen bei Beerdigungen. Wenn das alles weg ist, also eine Beerdigung, bei der nichts mehr an Ritual vorhanden ist, wenn wir alle nur noch die Asche anonym verstreuen. Das finde ich ist auch ein schmerzlicher Verlust. Natürlich hat die Kirche selbst dazu beigetragen, auch. Also die Missbrauchsskandale, darüber haben wir auch viel gesprochen. Das ist, finde ich, schockierend. Für mich ist das so unvorstellbar gewesen, dass das in kirchlichen Einrichtungen, überhaupt in Gemeinden möglich war. Auch die evangelische Kirche tut sich da schwer mit der Aufarbeitung. Ja, und ich denke, das Einzige, was wirklich hilft, ist absolute Transparenz. Das muss alles transparent auf den Tisch. Wo Straftaten geschehen sind, muss es an die Staatsanwaltschaft. Dann kann es nur ein großes Schuldbekenntnis geben, dass das vertuscht wurde. Ja, dass es Straftaten gibt, das gibt es überall. Also auch Pfarrerinnen, Pfarrerpriester sind Menschen. Ich kann es nicht begreifen, dass Kinder missbraucht werden. Das ist was ich einfach unvorstellbar finde, weil ich dachte immer, es gibt so einen natürlichen Schutz für ein Kind, dass du das nicht antastest. Ja? Aber wenn es so ist, dann muss es strafrechtlich sofort verfolgt werden und das um des Schutzes der Kirche willen, das nicht angezeigt wurde, das ist was mich richtig belastet. Gehen Sie zusammen in die Kirche oder regelmäßig oder? Also ich denke, ich gehe mehr in Gottesdienst als du. Aber also ich habe manchmal das Bedürfnis, wenn ich 2 Wochen nicht im Gottesdienst war, dann. Aber Andreas kommt schon mit. Ist nicht so auf Usedom oder so. Also manchmal gehe ich alleine, manchmal gehen wir zu zweit. Aber da bin ich schon bei meinen Kindern tolerant gewesen. Wie sieht denn der Alltag überhaupt heute aus? 3 Standorte, Gießen, Hannover, Usedom. So eine Mischung aus Nähe und Distanz. Macht das auch den Reiz im Moment? Ja, ich denke, das macht auch den Reiz im Moment aus. Also die 3 Standorte, wo wir uns aber in der Regel auch gemeinsam aufhalten.
Und das wechselt immer mal ab und auch mal mehr Zeit in Hannover, mehr Zeit auf Usedom, bisschen Zeit in Gießen. Ja, das macht es auch spannend. Und wenn wir uns dann mal eine Zeit lang nicht sehen, wobei wir sagen, also mehr als 2 Wochen sollten dann nicht dazwischen liegen, weil sonst schon ein bisschen was verloren geht. Man muss sich wieder aufeinander einstimmen und einpendeln und so weiter. Aber dann freuen wir uns auch wieder aufeinander und dann haben wir beide auch immer wieder Ideen entwickelt und was wir noch so machen könnten. Ich finde es schon auch bemerkenswert, Sie sagen ja beide, wir würden gerne miteinander alt werden. Und ich glaube, Sie, Frau Kessmann, haben es so formuliert, sich bewusst zu machen, es ist die letzte Beziehung im eigenen Leben. Also für mich ist es auf jeden Fall die letzte Beziehung, das hast du ja auch mal gesagt. Ich hatte ja eine zweite Krebserkrankung, da hat Andreas dann gesagt, er hätte sich gedacht, das dauert ja, das sagt er ja nicht so offensiv, aber wenn das jetzt nicht gut ausgegangen wäre, hätte er auch nicht nochmal eine neue Beziehung angefangen. Das ist ja auch eine Frage im Alter. Ich habe dann gesagt, salopp, da müsste ich einem neuen Mann ja nochmal mein ganzes Leben erzählen. Das wäre mir viel zu anstrengend, aber das ist jetzt ein bisschen sehr salopp. Ich denke, wir sind uns beide bewusst, wir sind über 60. Das ist die letzte Etappe. In unserem Umfeld sehen wir auch, da haben Menschen Herzinfarkte, Schlaganfälle, Krebsdiagnosen. Und da musst du natürlich dich auch fragen, jetzt sind wir sehr mobil, aber es kann eine Zeit kommen, da sind wir nicht mehr mobil, dann werden wir zusammenziehen, das haben wir auch gesagt. Im Moment macht es so Spaß, weil, muss ich auch sagen, das ist immer, immer ein Hin und Her und mit den Kindern und den Enkeln und wir sind sehr gerne und sehr viel auf Usedom. Ich denke, ein Drittel des Jahres bestimmt, da auch immer dann zusammen. Mhm. Aber im Moment ist es gut so, aber wir wissen beide, es kann sich ändern und dann ändern wir es halt. Ja. Auf Usedom Gartenarbeit, ansonsten Reisen, Theater, Kino, viel mit den Enkelkindern beschäftigt, haben wir schon gesagt. Legendär kommt auch in dem Buch vor, finde ich ja, 2015, da waren sie gemeinsam auf dem Kirchentag und da hat ihre erste Enkelin einen großen Auftritt bzw. Lacher. Ich habe mich amüsiert. Das kann ich also. Andreas war da auch, du warst ja dabei. Ja. Ich war dabei und habe dann auch in dem großen Posaunenchor mitgespielt. Da habe ich mich einfach hinten dran gehängt, habe gefragt, darf ich bei euch mitspielen? Mhm. Wie heißt denn nochmal der Posaunenchor? Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Also Sie waren auf jeden Fall, Sie waren auf der Bühne, also, Sie waren im Hintergrund Posaunenchor. Genau, da stand also Sie waren beide auf der Bühne, da war aber auch noch nicht bekannt, dass Sie ein Paar sind. Nee, aber also in Familie natürlich, aber öffentlich nicht. In der ersten Reihe sitzt also meine Tochter, mein Schwiegersohn und die kleine Enkeltochter. Was war die denn? 15 war sie 3. Genau. Und die Halle, ich weiß nicht, die Halle war rappelvoll. 10.000 Leute bestimmt. Waren, ja, also es war rappeltausende Menschen, kann man jedenfalls sagen. Und ich fange an zu reden, Bibelarbeit, ernsthaft. Und dann sagt meine kleine Enkeltochter aus der ersten Reihe nach so 5 Minuten ganz glockenklar und laut: Ja, die Omi soll aufhören. Schallendes Gelächter, ja. Und dann kam so beim Kirchentag, sind ja so großartige Pfadfinder, der kam dann zu ihr hin und hat gesagt: Willst du hin zur Omi? Und dann hat dieser riesen Pfadfinder, dieses kleine Mädchen, hups, auf die Bühne. Dann hat sie sich hinter mich gesetzt, hat diese 1000 Menschen angeguckt. Da gibt es Fotos von, ne? Und war sehr zufrieden. Also großartig. Die Omi durfte weiterreden, als sie dabei war. Sie streiten Sie eigentlich auch mal? Das macht ja alles so einen harmonischen Eindruck. Also streiten tun wir es eigentlich so richtig nicht. Also ich sag mal so richtig auf der Beziehungsebene, wie das ja auch mal passieren kann, streiten wir uns eigentlich selten oder gar nicht, sage ich mal. Nee, das haben wir so noch nicht gehabt, aber in den 7 Jahren, was spannend sind manchmal Dispute, würde ich das nennen. Ja? Streitgespräche über inhaltliche Sachen. Mhm. Über also nicht über Müll runterbringen, sondern nee. Ach, über Müll aus der Zeit sind wir längst raus. Ja, aber ja. Zum Beispiel über Gendersternchen. Über Gendersternchen können wir. Ja, da gibt es schon manchmal unterschiedliche. Weil Frau Kessmann damit kein Problem hat und Sie schon, würde ich jetzt mal so vermuten. Ja gut geraten. Habe ich gut getippt. Gut geraten, ja. Oder, also da gibt es dann manchmal, aber das finde ich auch gut, weil es ist eigentlich immer konstruktiv. Es gibt ja Menschen, die streiten und machen den anderen nieder. Ja. Mhm. Also bei uns ist das dann eher so ein kleiner inhaltlicher Schlagabtausch mit Argumenten, der uns Spaß macht, würde ich mal so sagen. Und sind Sie vielleicht auch toleranter, gelassener geworden im Alter? Ja, das denke ich auf jeden Fall. Also wenn man schon eine gewisse Lebensspanne hinter sich hat, dann hat man viele Erfahrungen gemacht und dann weiß man auch, wo die Fallstricke liegen und dann passt man schon auch ein bisschen auf. Ganz wichtig finde ich zum Beispiel eine gute Kommunikation zu haben, also auf Augenhöhe miteinander zu sprechen und Botschaften zu senden, ja, und nicht immer sagen, du solltest oder du müsstest oder du hast doch. Das klingt immer so nach Vorwurf, das sollte man sein lassen. Also wir haben ja durch unsere auch langjährigen Ehen und haben Erfahrung gesammelt, wie man vielleicht das eine oder andere doch ein bisschen besser machen kann. Und trotzdem hat ja jeder sein eigenes Leben geführt und es
stellen sich auch so Gewohnheiten ein und Sie haben Frühstücksgewohnheiten geändert. Da haben Sie sich angepasst. Ja, ich muss ein bisschen lachen, weil wir tatsächlich dann doch uns mehr angepasst haben, glaube ich, in den 7 Jahren, als wir dachten. Also Frühstück zum Beispiel ist jetzt eher so, dass es deftig ist mit Wurst und Käse. Das war Andreas. Nicht mehr die Marmelade von Herrn Helm. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, Milch in Kaffee zu trinken, weil ich dachte, das ist auch einfacher. Dann trinkt man eben beide schwarz. Also das merken wir schon, müssen wir manchmal lachen oder so Gewohnheiten. Wenn wir nach Usedom fahren, ist immer glasklar, ab Hannover fährt Andreas bis zu einer ganz bestimmten Tankstelle. Da wechseln wir, müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Dann fahre ich die andere Etappe. Also manchmal lache ich dann schon, weil du doch dich, ja, du passt dich dann doch irgendwie an, aber nicht auf unangenehme Weise. Und ich fühle mich nicht unter Druck. Und auf Usedom gibt es jetzt ein Moped, damit so ein Skandal wie vor einigen Jahrzehnten nicht nochmal passiert. Ja, richtig. Da haben wir einen Motorroller zugelegt, genau. Und damit das, ja, was in jungen Jahren passiert, nicht nochmal passiert. Ja. Beziehungsweise das ist jetzt so eine Art Therapieversuch. Ja, ist klar. Ja, und jedes Mal, aber wenn ich dann hinten draufsteige auf den Motorroller, dann heißt es, ja, ist keine Kreidler Florette. Ja. Da müssen Sie, glaube ich, durch. Da muss ich durch. Sie sich noch das eine ist Weile ja auch anhören. Lustig. Ich hätte die Geschichte auch nicht erzählt, wenn ich nicht gesagt hätte, irgendwie hat es ja auch Witz. In dem Zusammenhang sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. So schnell geht die Zeit. Ja. Ich habe ein kleines Geschenk. Das ist kein Moped oder Motorrad. Aber als Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich greife mal hier in die SWR1-Tasche. Ich fand das irgendwie so nett mit diesen Frühstücksgewohnheiten. Und dann haben Sie 3 Standorte. Und dann habe ich gedacht, ach, die vielen Enkelkinder. Und Sie schwören auf ein Frühstücksei, Frau Käsmann. Ja, absolut. Das muss ja ideal. Andreas auch inzwischen, das gibt es immer Frühstücksei. Kriegen Sie das denn perfekt hin? Ja, ansonsten, aber ich esse nur jeden zweiten Tag. Okay, weil ansonsten hätte ich hier die Eieruhr zum Mitkochen. Oh, super. Kinder-Piepei. Und zwar, das kocht man mit und dann für ein weich gekochtes Ei, hey Pippi Langstrumpf, für mittelweiche Biene Maya und dann für ein hart gekochtes Ei, wer hat an der Uhr gedreht? Super. Also ich glaube, es ist ein Riesenspaß mit Enkelkindern und das können Sie an welchen Standort auch immer mitnehmen. Ich denke, dann nach Usedom, ne? Da sind Sie. Super. Herr Helm, Frau Käsmann, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute Ihnen. Und vielen Dank auch. Danke. Ja, hat Spaß gemacht.